Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Sparmac. Endlich mal wieder im Studio. Ja, und ist dir was aufgefallen? Es steht ein neuer Film an, ich muss wirklich sagen. Da haben die Grafiker ganze Arbeit geleistet. Sehr, sehr geil. Grafiker sind die Besten. Ja, also definitiv. Ja, ihr wisst es ja, der Sparmac Talk, unser kleines News-Format. Es ist wieder es ist mehr passiert, als ich dachte für so einen August, sage ich jetzt mal, also Juli, August. Wir wollen heute über drei große Themen mit euch sprechen. Nummer eins, nehme ich schon mal vorweg, für mich das Interessanteste, auf jeden Fall das Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Ja. Wir haben ja noch so ein bisschen gemunkelt. Kommen sie jetzt? Kommen sie nur in den USA? Kommen sie überall hin? Wann kommen sie? Und wir waren uns eigentlich einig, wenn, dann wird das eher was fürs Q4. Und dann kam für mich ziemlich überraschend, gesehen, letzte Woche, einfach eine Pressemitteilung von Google, wo sie quasi selber offizielle Infos verkündet haben. Also das ist ein Pixel 6 und ein Pixel 6 Pro. Vor allem auf Twitter ja auch mit Videoclips einfach so raus und jeder also hat sich vor allem angeguckt. Auch schon Bilder, wie die Dinger aussehen werden. Die Leaks haben natürlich gestimmt, oh Wunder. 6,4 Zoll, 6,7 Zoll, wobei das Pro-Modell natürlich schon besser ausgestattet ist. Das hat 120 Hertz und die höhere Auflösung. Beim kleineren haben wir 90 Hertz und nur Full HD. Und auch bei der Kamera, also endlich neue Kamerasensoren. Ja. Das Pro soll sogar einen vierfachen optischen Zoom unterstützen. Das Interessante ist aber für viele sicherlich, Google hat jetzt seinen eigenen Chip. Also auch da haben die bestimmt der Tensor-Chip. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ich muss mich an Tensor noch gewöhnen. Das ist so in unserer Welt von Snapdragon Kirin, was wir da alles haben. Aber Tensor kann ich mir nicht merken. Vielleicht hätten wir uns einfach Exynos merken sollen. Denn ja, aber jetzt warte mal ab, weil da schon wieder alle sprechen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Samsung fertigt auch teilweise die Apple-Chips und so weiter. Die Qualcomm-Chips, die fertigen also für alle. Das muss jetzt nicht heißen, dass es wirklich eine 1:1 Exynos ist. Nee, aber das Gerücht ist ja, dass bei Samsung dieser Exynos Whitechapel hieß und bei Google auch. Ich kann mir das beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Meinst du nicht, dass die so schön zusammengeklüngelt, wie auch immer? Hey, bei den Uhren sind sie ja jetzt auch dicke Buddies geworden. Ja, aber trotzdem, also das wäre, wenn Google wirklich sagt, hey, wir machen einen eigenen Chip und dann einfach 1:1 diesen Exynos hernimmt. Das wäre zu lame irgendwie. Meinst du? Ich meine, also nichts gegen den Exynos. Das ist ein guter Chip dieses Jahr. Ich bin ja gespannt, also vor allem was die Akkulaufzeit angeht, was die da rausholen können. Weil, und vor allem das AI-Zeug. Genau, also nicht vergessen, Google, hey, die coden ja immer noch Android, sind ja die Entwickler von Android. Also gerade Akkulaufzeit, Kamera, gut, Performance, glaube ich, geht jetzt nicht mehr so viel besser. Aber ja, also ich hoffe mir jetzt einfach was Ähnliches, was wir schon beim Apple M1 gesehen haben, jetzt eben dann auch auf den Pixeln. Ja, ich denke mal, das wird dieser Riesensprung sein, dass Google sich gerade was die AI-Features, waren ja alles, was Qualcomm da gemacht hatte. Qualcomm hat ja auch mit seinen NPU-Rechenleistungen für die AI-Nummern dann immer gesagt, wir machen auch, wir arbeiten dran, aber darauf musst du Google aufsetzen. Jetzt ist die große Hoffnung, dass Google selber da die Richtung vorgeben konnte, das, was sie brauchen, in welche Richtung sie dann gehen wollen. Das eine ist ja das AI-Zeug für die Kameras und da macht ja Google seit Ewigkeiten aus einer relativ bescheidenen Hardware, sei es von Rechenpower oder sei es von Kamerasensoren, hauen die ja Zeug raus, gerade was die Porträtaufnahmen geht, was die da hinkriegen, ist ja der Wahnsinn. Wenn sie jetzt, wenn man sich überlegt, jetzt könnte Google da noch ein bisschen freies Spiel haben und vielleicht Wunschkonzert machen bei der Herstellung. Mach mal, schreib eine Wunschliste. Ja, genau, mach mal. Und dann haben sie ja zusätzlich, das war noch so das Nebenher-Tralala, was ist nach M1 kommt M2, dieser Titan-Chip da für die Security, dass da noch was kommt und natürlich dieser ganze AI-Kladderadatsch, den wir haben, jenseits von oder abseits von den Fotos für die ganzen Google Assistant. Ich meine, Apple hat es jetzt vorgemacht, was Siri alles in zukünftig offline auf den Geräten machen kann. Wenn Google da in die gleiche Richtung geht und sagt, nicht mehr Cloud, sondern auch mehr Richtung offline auf den Geräten, boah, es wird sehr interessant, die Tensor-Nummer. Definitiv. Zur Hardware vielleicht noch, Design finde ich sehr, sehr schick, was sie schon bestätigt haben, quasi bei The Verge, dass die Preise auch wieder deutlich steigen werden. Ja. Also das ist jetzt wirklich der Versuch von Google, Flagship, wieder ganz, ganz vorne mitzuspielen. Und die meinten auch schon jenseits der 1.000 Dollar, also bei uns jenseits der 1.000 Euro. Ja. Mal schauen, fürs Pro befürchte, dass das nicht nur für das Pro gelten wird. Nein, aber, nein, das sind 90 Hertz, was war das? Keine Zoom-Kamera beim Kleineren, nicht die große Auflösung? Ja, warten wir mal ab. Ansonsten mach mir keine Angst. Ich habe mich jetzt gerade aus dem letzten Jahr Pixel preis-leistungsmäßig. Ja, aber da hatten wir ja auch einen Mittelklasse-Prozessor und du weißt ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt, vor allem auch auf die Akkukapazität. Ja. Weil so schön schlank, wie die Dinger wieder aussehen, würde es mich nicht wundern, weißt du, wenn sie wieder da beim Akku sparen. Aber ansonsten, Oktober soll es wohl soweit sein. Also die deutsche Webseite ist jetzt auch online und dann schreiben sie fett Herbst.
Ja, klar. Herbst. Aber das mit Oktober meinte auch nur The Verge. Also so, deshalb, die hatten ja dieses Exklusivinterview, MKBHD und noch ein, zwei waren da. Aber The Verge hat mit Abstand, finde ich, den besten Artikel geschrieben. Ja. Also schön ins Detail. Und deshalb, also vielleicht Oktober dann USA, aber sollen auf jeden Fall auch zu uns kommen. Also da kann man sich mittlerweile ziemlich sicher sein, da es ja auch die deutsche Seite gibt, wie du schon sagst. Ja, also sie kommen auf jeden Fall. Wovon man noch nichts gehört hat, ist ja die Gerüchte um ein Pixel 5a. Ob es da noch was Günstiges gibt. Und wir hatten ja die Gerüchte, ob Pixel jetzt oder Google nicht auch an einem Klapphandy arbeitet oder an einer Smartwatch. Gar nichts. Vielleicht werden das so die kleinen Überraschungsdinger noch kommen. Wobei ein Faltgerät vielleicht nicht, aber vielleicht doch nochmal neue Kopfhörer irgendwann. Oder so. Dafür hat Xiaomi ein Faltgerät vorgestellt. Nein, noch nicht. Leider nicht. Leider nicht, denn das zweite Highlight dieser Woche war dann die offizielle Xiaomi-Show. Aber Xiaomi-China-Show bedeutet, da ist noch ein großes Fragezeichen, was und wann davon zu uns nach Hause kommt. Die große Überraschung, wobei es gar keine Überraschung war, war natürlich das Mi Mix 4 sind wir dieses Mal. Ich habe die ersten Anfänge zum Rausschieben für die Frontkamera immer noch so gerne in Erinnerung. Diesmal macht man jetzt auch wieder was mit der Frontkamera und das ist sozusagen das. Eine 20-Megapixel-Kamera unterm Display. Mhm. Und wo Xiaomi, naja, so richtig hat es ja noch keiner live mal gesehen, vernünftig. Du hast diese Bilder, aber es soll halt qualitativ und dass man sie, wenn du, was weiß ich, ein normales Display angezeigt bekommst, schon zweite Generation an der Display-Technologie sein. Ne? Und nicht wie war das, was weiß ich, ZTE letztes Jahr oder sowas. Oder Samsung dieses Jahr. Oh, ja, stimmt. Ist ja kein Spoiler mehr. Darf's ja sagen. Ja, genau. Da mal gucken. Ansonsten Mi Mix 6,67 Zoll, 120 Hertz, 4500 mAh Akku. Preise kann man nicht sagen. Und auch dieses 1:1 umgerechnet aus den China-Preisen. Vergesst es, da kommt noch viel dazu. Ist nämlich genau das Gleiche, weil das ist das Mi Mix 4 zum einen. Dann gibt es auch neue Tablets. Das sind ja jetzt die Mi 5er. Mhm. Ich glaube Mi 5 Normal und Mi 5 Pro. Beide aber dann 11 Zoll, 120 Hertz LCD-Dinger. Mit unterschiedlichen Prozessorleistungen. Snapdragon 860, Snapdragon 870, also eine Generation sozusagen Unterschied. Und wenn man da die Preise unterrechnet, ist man unter 300 und unter 400 Euro, was es auf keinen Fall bei uns kosten wird und wann die Geräte zu uns kommen. Natürlich auch hier wieder ein Unterschied bei der Kamera. Und beim Mi Mix 4 habe ich das Highlight oder mein persönliches Highlight noch vergessen. Unter der Haube Snapdragon 888 Plus, also unser leicht aufgebohrtes Megahertz-Schräubchen, was da dann verbaut ist. Und ich glaube, es ist das erste Gerät, was ich so mitbekomme mit dem 888 Plus, was jetzt auf den Markt kommt. Ja. Ne? Aber lasst euch da nicht irritieren, das ist wie in den letzten zwei, drei Jahren auch. Das Plus ist halt nur, wir drehen ein bisschen am Megahertz-Schräubchen. Das war immer noch nicht alles, denn Xiaomi hat auch noch Boston Dynamic Spots kopiert. Nein, vorgestellt natürlich. Also diesen Roboter von Boston Dynamic gibt es jetzt halt auch von Xiaomi, kostet, wenn man den wieder umrechnet, 1300 Euro. Wobei, wenn der zu uns kommt, unter 2000 Euro. Was man damit jetzt machen soll als Überwachungsroboter, den Patrouille laufen lassen soll, ich glaube, der hat Sprache, Google Assistant auch integriert, wo ich mir denke, so nach dem Motto, ey, geh mal zur Haustür und erschreck den Postboten oder hol die Pizza. Das wäre doch mal was. Hol die Pizza. Du, und das für so einen Xiaomi-Preis, selbst wenn die Akkulaufzeit bei den Dingern ist ja auch nicht so knorkelang oder sowas. Aber wenn du dann da sitzt und wirklich deinen Bierholroboter, mal gucken, wer weiß, auf was für bescheuerte Ideen wir damit kämen. Geh mal Bier holen. Ja, als Roboter-Edition. Dann irgendwie als Prozessoreinheit davon Nvidia, also da ist man dann auch wieder ne, hier mal, da mal, da mal, da mal. Aber ob dieses Ding jemals wie im Markt kommen wird und ob bei uns landet, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, und wie gesagt, das waren sozusagen die großen Highlight-Ankündigungen von denen und für den europäischen Markt und für uns in Deutschland, was davon interessant wird, das dauert noch. Und in die gleiche Richtung geht der nächste Kandidat. Nur zu Xiaomi nochmal kurz. Entschuldigung, meine zwei Cent. Bin ich sehr optimistisch, dass zumindest die wichtigsten Produkte da auch zu uns kommen werden dieses Mal. Und zwar zeitnah. Wäre, glaube ich, dann das erste Mi Mix, das tatsächlich auch bei uns erhältlich ist. Weil offiziell. Das war, genau, offiziell. Die anderen, das war ja alles noch vor ihrem offiziellen Deutschlandstart. Ja. Ansonsten, ich freue mich vor allem auf die Tablets. Ja. Also das, glaube ich, könnte ich endlich mal wieder so ein Samsung-Competitor werden, weil es gibt ansonsten kaum mehr ernstzunehmende Android-Hersteller, die noch vernünftige Tablets bauen. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, weil es vielleicht der ein oder andere fragt und du eben den Snapdragon 888 Plus schon angesprochen hast, ja. Honor soll ja auch noch sein neues Flaggschiff vorstellen. Stimmt.
Da ist es Honor aber so, wir drehen das heute weg. Hier am Mittwoch, also da können wir noch nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, die launchen ja morgen. Also ja, am da soll morgen was kommen. Aber was, wie, wo, wann? Freuen wir uns aber natürlich auch extrem drauf. Ja, aber hast du dann parallel dazu die Tage die Gerüchte aus den USA gehört, dass irgendwie 13 Senatoren oder Kongressabgeordnete wieder freidrehen, weil die halt sagen, Moment mal, Honor müsste wieder auf unsere Liste, weil das wurde ja nur abgespalten, um diese Liste zu umgehen. Und nee, das sehen wir ja gar nicht ein. Genau. Also es würde mich nicht wundern, wenn das dann auch, geht aber ein Stöhnen. Dann boah, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es kommt so vom ersten Bauchgefühl her. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, ne, die vor allem musst du mal überlegen. US-Senatoren sind auf die Idee gekommen und haben das erkannt, dass Honor verkauft wurde, damit Honor Smartphones mit Android verticken kann. Ja. Wer das nicht kann, ist Huawei. Zweite Überleitung, komm. Ja, jetzt endlich eine gute Überleitung. Wir wollen mit euch natürlich auch über Huawei sprechen. Huawei P50, Huawei P50 Pro. Viele Fragen immer danach. Ja. Die Geräte wurden vorgestellt und ich glaube, viele haben das gar nicht mitbekommen. Natürlich nur in China und nur für China bisher. Und sehr beschränkt. Also es ist wirklich so, correct me if I'm wrong, aber es ist ja wirklich so, die dürfen ja keine 5G-Chips mehr kaufen. Da ist zwar ein Snapdragon 888 drin und ein Exynos 9000 ist das aktuell? Oder? Ja, der 9000. Genau. Allerdings ohne 5G-Funktionalität. Also es ist so traurig. Auch in China, also nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das ist ja ohne Google-Dienste natürlich und die Geräte an sich, ja, interessant, vor allem das Pro. 120 Hertz OLED-Display jetzt, die Kamera natürlich nochmal unser 50-Megapixel-Sensor, den wir schon 50 kennen. Normal, 40 monochrom, dann 13 Wide und 64 Zoom. Aber und vor allem, Entschuldigung, aber das war das, worauf ich mich auch so gefreut hatte, weil man sah ja die ganze Zeit diese geleakten Bilder mit diesen riesen fetten Dingern und jeder dachte, das ist wie bei Oppo oder OnePlus. Das sind die Sensoren, ne? Oder das sind die Kameras. Nein, das ist nur, naja, ein großer schwarzer. Ja, und da drin sind dann... Design! Und da drin sind dann halt die Kameras drin. Das ist so ein bisschen leichte Enttäuschung. Also gerade ich wollte gerade sagen, ziemliche Enttäuschung. Also ich dachte mir wirklich jetzt, aber wahrscheinlich denken die sich, wenn wir, also ich glaube, das war geplant, aber die haben wahrscheinlich gehofft, dass sie doch irgendwie noch diese Beschränkungen irgendwie umgehen können. Und dann haben sie sich einfach gedacht, das lohnt sich jetzt nicht mehr, da noch R&D zu investieren. Ja, ich war letzte Woche bei Huawei und hatte die große Hoffnung, dass sie dann parallel dazu auch die P50, also wenigstens mal eins zeigen oder wenn es nur irgendwas ist, aber nichts zu sehen, gar nichts. Also die Hoffnung, dass die Dinger zeitnah oder irgendwann überhaupt mal zu uns kommen, glaube nicht. Würde ich nicht hochhalten. Gerade weil, auch wenn Huawei auf ihrer China-Seite das auch noch so zweiteilt, weil da kriegst du nur den Exynos und sie haben zwar auch eine internationale Seite, weil da ist dann nur die Rede vom Snapdragon, dass sie es schon mal so zweiteilen, was sie wo verticken. Aber wie Franz schon sagte, auch in China selber kann Huawei die Dinger nur mit 4G produzieren. Und ich meine, Huawei ist ja mit der Entwickler von 5G. Wie viele Patente die da haben, wie die das Zeug ausbauen. Und dann müssen sie selber Smartphones bauen, wo sie auf Teile von anderen angewiesen sind, weil sie es selber nicht mehr bauen können. Und dann dürfen die das Zeug nur mit 4G einkaufen. Das ist so bitter. Ja, echt absolut. Traurig. Vor allem, man muss sich ja mal die Frage stellen, kann man ein Flaggschiff ohne Google-Dienste, ohne 5G hier in Deutschland oder Europa überhaupt verkaufen, vor allem bei diesen Preisen, die Huawei ja nach wie vor aufruft. Also ich sehe das auch nicht kommen. Und ja, für mich wirkt das auch alles von der Ausstattung her wie so eine Light-Version. Also so von wegen, ja, wir bringen jetzt noch was, dass die Leute sehen, hey, uns gibt's noch, wir sind noch am Leben, aber... Es wird das, was es ist einfach so schade, dass es über Jahre genau, was wir, ne, wo es vor zweieinhalb Jahren mit anfing, was sich jetzt leider bewahrheitet. Für die Hardware brauchen sie halt noch mal zweieinhalb Jahre weiter. Mal gucken, wie es dann aussieht. Und ich sag mal, ich glaube auch gar nicht, dass sie es versuchen, hier rauszubringen, weil die knallharten Fans, die bisher dann auch noch Mate 40, P40 und alles so gekauft haben, weil ich glaube nicht, dass sie davon viel verkauft haben, das sind auch die Fans, die noch hingehen und das Zeug dann direkt aus Asien, direkt aus China sich importieren oder besorgen. Ne? Absolut. Ja, es ist einfach echt traurig, wenn man sich das überlegt. Vor bis in zwei Jahren, drei Monate ging der ganze Tanz los. Wie es wirklich die USA geschafft haben, also in zwei Jahren so den meiner Meinung nach innovativsten Hersteller der letzten drei, vier Jahre komplett lahmzulegen. Also das ist einfach traurig. Ja, sprechen wir noch über die neuen iPhones, oder? Ja, warte mal, ich hab's hier das 13er, vor allem, schön, du hast es ja nicht glauben wollen, dass wir jetzt auch wieder ein 13er Mini sehen. Ha, habe ich doch gesagt. Nö, das war nicht. Ich war mir sicher, dass das kommt. Weil viele schon wieder danach fragen, nein, es steht noch kein Apple-Event fest. Es wird gemunkelt, dass es diese dritte Septemberwoche sein soll, was dann quasi der
14., 15. so rum sein sollte. Ich glaube auch, wir sehen die Dinger dieses Jahr wieder etwas früher, aber würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht doch eine Woche später wird. So. Ja. Weil dafür ist mir aktuell irgendwie dann doch noch ein bisschen es zu wenig los. Es ist echt ruhig, richtig. Ja. Du hörst so nichts. Du hörst dann hier und da, was weiß ich, für die neuen MacBooks 13, ja. 14er und 16er soll die Produktion angelaufen sein. Aber von iPhone ist diesmal nichts zu hören, außer dieses, was hatten wir die Tage, die Statement, dass Apple jetzt an der Kamera-Features schraubt, dass wir jetzt eine Videofunktion mit Porträt kriegen sollen. Ne? Mal gucken, wie Apple das umsetzt, weil was halt Huawei, die ja damals mal mit Anfang gefangen haben und Samsung bisher gezeigt haben, das war ja noch sehr fehleranfällig. Also den Apple traue ich dann zu und dann warten wir ab, dann gibt es uns demnächst nur noch im Porträtvideo. Naja. Ja, du, also wie gesagt, ich wollte es nur nochmal ansprechen, weil viele nach den iPhones gefragt haben. Ich bin sehr optimistisch, dass wir uns da vorher nochmal sehen werden. Dann können wir ja wieder so ein Gerüchte-Video aufnehmen. Ja. Und wenn nicht, sprechen wir auf jeden Fall im Talk nochmal drüber. Das war's, Leute. Also recht viel mehr Interessantes ist nicht passiert. Was halt? Wir haben Huawei, wir haben Xiaomi, wir haben das andere. Ich schaue gerade auf die Uhr, also wir haben das erstaunlich schnell geschafft. Du, ansonsten, was hatten wir sonst noch? Motorola Edge 20er Geräte wurden vorgestellt, aber das ist jetzt nicht so breit in der Masse angekommen. Und ansonsten, es ist halt, ich will nicht sagen Sommerloch, aber es ist halt gerade chillig. Ja, sehr schön. Wir legen uns jetzt hin, also so in die Sonne. Gehen wir wieder schlafen. Genau. Das soll es von dem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.